Achtung, Eindringling! Du hast die Testanlage eines Blag-Schnaggelmonsters betreten. Der Vorsitzende Alonso Drake dankt dir für deine Opferbereitschaft. Ja, Captain? Wusstest du, dass Drakes Geheimprojekt ein Blag-Schnaggelmonster ist? Wirklich? Ich frage mich, warum das in keinem meiner Memos stand. Ich hatte etwas weitaus weniger Tödliches erwartet. Keine Sorge, entspann dich und tu, was ich dir beigebracht habe. Was hast du mir beigebracht? Captain! Oh je. Ich weiche! Bitte tu mir nichts! Sag uns was, du! Sekunde! Sag uns, was du über Drakes Plan weißt. Wow! Danke! Ja, das, was er sagt. Ich gebe euch diesen Infobot. Ja, du passt auf den auf, Kumpel. Ich brauche eine kurze Pause. Hallo, Blattdummköpfe! Wenn ihr diesem Infobot zuschaut, wurdet ihr ausgewählt für den Beta-Test meiner neuesten Erfindung, das XK81 Düsenpack! Bei den ersten Tests gab es zwar ein paar Rückschläge, aber zum Glück konnte ich sämtliche Macken beseitigen. Jetzt könnt ihr mit dem XK81 Düsenpack den Himmel durchqueren und seid so im Vorteil gegenüber den Dummköpfen am Boden. Das XK81 Düsenpack! Sofort erhältlich in unserer Basis auf Gaspar. Dr. Nefarius ist nicht verantwortlich für Tod, den Verlust von Gliedmaßen oder irreparablen Schäden am Nervensystem. Captain, hier Ratchet. Wir haben gerade das Schnaggelmonster besiegt und erfahren, was Drake vorhat. Wirklich? Das ist aber unglaublich super. Gelangweilt.
Hey, ich wette, die Schutztruppen könnten Düsenpacks gebrauchen. Sollen wir versuchen, auf Gaspar welche zu bekommen? So eins wollte ich schon immer. Wenn du eins besorgst, kann Ilaris noch mehr für die Schutztruppen bauen. Hiermit erhältst du den total ungefährlichen Auftrag, ein Düsenpack zu beschaffen. Captain Quark muss fliegen wie ein Vogel. Laut meiner Datenbank sind wir auf dem Weg zu einem Transportshuttle für Drax hochwertige Experimente. Das muss man ihm lassen. Faul ist er nicht. Mal sehen, was er so getrieben hat. Eindringling erkannt. Mr. Zuchon braucht keine Bones. Er bezahlt mit Schmerzen. Sie haben es in Schicht geschafft. Hallo, Block! Wozu? Unerlaubte Waffenaneignung erkannt. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Das sieht nicht gut aus. Ratchet, wir müssen weiter. Das ist Flak-Eigentum! Schiff zerstört sich selbst in 20 Sekunden. Oh je. Schiff zerstört sich selbst in 10 Sekunden. Los, mach schon! 5, 4, 3. Wir sollten zum Planeten Gaspar reisen und herausfinden, was Dr. Nefarius vorhat. Wohin jetzt? Wir müssen herausfinden, was Nefarius auf Gaspar vorhat. In Ordnung. Besorgen Ratchet wir dir ein neues davon, Düsenpack. Auf dieser Grindschiene zu gleiten. Und das würde er auch tun, sobald er Grindschuhe findet. Nefarius hat hier eine ganz schöne Operation am Laufen. Das kann man wohl sagen. Sehen wir uns hier mal um, ob wir was finden. Ist nichts Persönliches, Lamak! Reingelegt, mich dazu bewegen, ihn zu vernichten!
Verstärkte Tür. Warum ist alles aus Metall hier immer extra dick? Diese Beleidigung werde ich überhören. Wenn das nicht die neuesten galaktischen Schlüsse sind, ich hoffe, euch gefällt meine Ansage. Denn ihr kommt hier nie wieder raus! Mr. Zuckhorn haut hier mit. Lauf, du Feigling! Mr. Zuckhorn ist mit aller Macht zurück. Einer von den galaktischen Schutztruppen erledigen will. Hat dich niemand vor Mr. Zuckhorn gewarnt? Flieh! Flieh vor Mr. Zuckhorn! Aufgepasst!
Hey, sind das Grindschuhe? Ein Trifeldschloss. Um es zu umgehen, muss das Duo alle drei Druckfelder gleichzeitig aktivieren. Grindschuhe. Und überraschenderweise fand Ratchet genau an diesem Ort ein glänzendes neues Paar Grindschuhe. Ratchet sprang mit seinen Grindschuhen an den Füßen auf die Schiene. Auf der Suche nach dem Düsenpad setzte Ratchet seine neuen Grindschuhe ein, um den Planeten zu erkunden. Ihr Jäger werft Munition voll! Ratchet sprang ganz cool auf die Schiene neben ihm. Ich orte Versaminen voraus. Gegner erledigt. Bis der Zugang kommt nicht in Frieden. Hat dich niemand vor Mr. Zurkon gewarnt? Komm her! Keine Angst, ich bin ein Freund. Ich weiß, wie ihr seid. Ihr seid der Lombax und der Kampfbot aus den Nachrichten. Ha, und du bist der gesichtslose Scherge, der mit Drek die Galaxie terrorisiert. Das mache ich nur tagsüber. Meine wahre Passion ist die Laienneurowissenschaft. Ich sammle hobbymäßig Telepathobus-Hirne, und zwar seit ungefähr einem Jahr. Du sammelst Hirne als Hobby? Ich begebe mich mal auf dünnes Eis und sag, du bist Single. Hirne zu studieren ist eine ehrenhafte Aufgabe. Hätte ich Zugriff auf die übersinnlichen Fähigkeiten dieser Telepathobusse, wäre ich in der Lage, eine Armee aufzustellen. Dann werden wir sehen, wer glaubt, mein Essen aus der Büroküche klauen zu können. Ich meine, ich kann der gesamten Blaggemeinschaft einen Dienst erweisen. Also, wenn du mir ein paar Telepathobus-Hirne beschaffen würdest, dann gebe ich dir dieses Düsenpack. Ah, das ist ja ekelhaft. Du hast eins. Gut gemacht. Mr. Zuckern haut dir mitten ins Gesicht mit Kugeln. Oh.
Priester zur Con komponiert die Symphonie der Schmerzen. Priester zur Con kann nicht zerstört werden. Alien. Reingelegt, Mr. Zurkan lebt, um zu vernichten. Ein kleiner, zwei kleine, erledigte Aliens. Vier kleine, fünf kleine, erledigte Aliens. Erinnerst du dich an Mr. Zurkan? Ich habe ja einen streng geheimen Drag Industries Infobot. Wenn du mir noch ein paar Hirne bringst, wäre ich bereit, ihn herzugeben. Du bist echt von Hirnen besessen, oder? Ja, bin ich. Und mit diesem Düsenpack wurde Ratchet zur fliegenden Geißel der tausend Welten. Oder zumindest pendeln jetzt etwas leichter. Ratchet nutzte das Düsenpack, um hoch über feindliches Gebiet zu fliegen. Rein, bevor du seine